Hallo Leute und willkommen zurück zum Together Mother 3. Ich nehme das Ganze etwas verspätet auf. Also, ich wollte es eigentlich früher aufnehmen, aber da hat sich mein Computer gedacht, nein, ich erkenne dir mal eben den Controller nicht mehr an. Ja, bis ich das gefixt habe, das hat eine Weile gedauert. Deswegen, ja. Wir haben jetzt eigentlich mehrere Optionen. Wir können auch zuerst das da befreien. Aber da ich Glenn ja versprochen habe, mich an die Reihenfolge zu halten, ja, werde ich das auch tun und hier dieses Labyrinth eben vollführen oder machen. Und ja, das ist wirklich ein Labyrinth. Und kein angenehmes. Guck mal, Tora hat einen Platz frei, das wird sich gut. Können wir nämlich die kleine Stapel da oben aufnehmen. Nämlich ihn hier. If you're gonna go through this small cracked hole, you should take my little bro with you. He's little, but he's a tough one. You can treat him just like any other item. Hey little bro, come here! Ja, den nehmen wir mit. Denn, sieh Small Creek, brother. If you get lost in the small cricket hole, just ask the bro for help and he'll bring you straight back here. Right, little bro? Come on, bro, get your act together. The bad news is, he's kinda lame and hates the sunlight more than anything out in the world. So be careful, you can't take him with you outside the mole cricket hole. Right, little bro? Yeah. You know. Und wir müssen hier durch. Fump, 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 fump. Weg. Danke. Und wenn wir schon mal dabei sind, könnt ihr auch gleich das hier wegmampfen. Danke. Ja, wie gesagt. Now on sale. The Mole Cricket's Hole famous sincerity dumplings. Whether they sell or not, I make them every day and set them out so I can practice conducting business. I have some super fresh ones today too. No thank you. I understand. This is helping me learn a lot. You're right though. They may be sincere, but they're not very tasty. Und die heilen glaube ich auch nicht so viel. Lotus Root thinks I yum. Even the holds I yum. Ja, dann mampft ihr mal schön. So, hier unten ist by the way eine heiße Quelle. Werde ich auch erstmal nutzen. Beziehungsweise muss ich eigentlich gar nicht, denn ich glaube Glenn hat die schon benutzt. Yep, genau. Okay, dann wollen wir mal starten mit diesem Maze. Gucken, ob ich den Pfad einigermaßen im Kopf habe. Oder nicht. Crawl, crawl. Save your game. Yes. Ja, hier haben wir ausnahmsweise mal keinen Frosch, sondern eine Krille. Eine Maulwurfskrille. Und dieser trotzdem gibt mir gerade das next frog you meet. Geil. So. Here, I give you this unbelievable, accurate, yet unhelpful map. Got a cricket hole map. Ja. Ihr seht ja das ganze Ausmaß dieses schönen Labyrinths. By the way, da oben müssen wir hin. Problem ist, dieses Ding besteht aus mehreren Ebenen. Und, ja, alle Ebenen sind auf dieser Karte hier mal eben aufeinander geklatscht. Somit nicht sehr hilfreich. Unglaublich, ich habe damals lang gebraucht, das Ding. Wir werden privaten durchspielen. Den Safe habe ich übrigens noch. This Mole Cricket Hole is really big, you know. You're gonna get bored fast if you don't do pointless chit-chat with us. Will ich gar nicht, ich will hier raus. All crickets know everything. Just about everything ever. Like how to dig holes and how to win fights. Na, das haben wir ja gesehen, ne? Das haben wir ja gesehen. Wie ihr Kämpfe gewinnen könnt. So. Einmal wegfuttern, bitte. Danke. So. Erster Schritt. Hier runter. You want to get towards the other side of the small cricket hole? Everything over there is mysterious for some reason. If not brave at all,
I'm not brave at all, so I'm too scared to go. If there's a turn, turn, even if you don't want to. Do that and you'll eventually reach the other end of the small creek hole. Have faith in yourself and proceed, not straight ahead. Time for another song. It's a twisty, turny road. That's not the path I chose. But don't complain, just grin and bear it. As you go down that twisty, turny road, it's not the path I choose. Who did choose it, I wonder? Yeah. When there's a turn, be sure you turn. No matter what happens, turn at every turn. Do that and you'll never get lost. Ja, es gibt ja auch einen Trick in solchen Labyrinthen, die man tatsächlich niemals verloren gehen kann. Und zwar, man hangelt sich immer an einer Seite der Wand fest, also orientiert sich zum Beispiel nur an dieser linken Wand hier und läuft immer straight an dieser Wand entlang. So kommt man eventuell dann doch ans Ziel. Das werde ich aber hier nicht tun. Denn ich hoffe, ich finde den Weg hier durch. Ich glaube, hier runter war's. Hier unten kommen ja zum Glück keine Zufallskämpfer. Das ist ja wenigstens ein Vorteil. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Dann war es, glaube ich, der Weg hier. It's so rare to meet non-mole crickets. Could you let me bite you real quick? If not, couldn't let Lily lick you instead? No? Oh well. Also ich glaube, hier sind wir schon falsch. Oder? Ich weiß es echt nicht mehr, das ist zu lange her. Und ganz ehrlich gesagt, ich hasse dieses Labyrinth. Einer der wenigen Stellen, die ich an Mother 3 wirklich nicht ausstehen kann. Went out of your way to come to talk to me? Even you could have lost your way? You make me so happy I wanna cry. Ah, oh, dann cry du mal schön. Wie gesagt, die Karte habe ich euch ja eben gezeigt, die bringt uns hier null. Null Komma gar nichts. Ihr habt gesprochen. Gehen wir jetzt mal hier runter. Oh, wir sind wieder am Anfang. Supi! Seht ihr, was ich meine? Und wie gesagt, wir sind aktuell da. Und wir müssen da oben hin. Das ist auch nicht so einfach, wie gesagt. So, wir müssen erstmal hier lang. So. Ich glaube, by the way, schon wieder falsch. Oder? Okay, hier ist eine Sackgasse. Ich habe übrigens gerade keinen Guide offen, um jetzt mal die Map von dem Ding hier parat zu haben. Also daher nicht wundern, wenn ich hier rumirre. Und ich werde hier herumirren, definitiv. Es ist so verwirrend hier alles mit den ganzen Gängen. Deswegen, auch wenn ich mal gerade nichts sage, seid mir da bitte nicht böse, aber wie gesagt, ich versuche hier einigermaßen den richtigen Weg zu finden. Und das war natürlich eiskalt eine Sackgasse. Also, back to the roots. Haha. Verstanden? Back to the roots? Wurzeln? So, gehen wir mal hier hoch jetzt. Und nehmen jetzt mal die hier. Okay, bringt uns nichts. Dann nehmen wir mal die hier. Gehen hier wieder runter. Und hier runter.
könnte sein. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Seltsamerweise. Wow. Auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. Wahnsinn. Hat gar nicht mal so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Und wir sind raus. Wir sind am Ausgang. Ach, mit wunderschöner Musik. Well, I guess this is where we part ways. I don't have a name, but remember me sometimes as being a pretty cool guy, okay? Ciao! Danke. Ja, wir sind im Frost Wonderland angekommen. Na, nicht wirklich. Surprise, anyone would come to such a cold place. Ja. Ja, wie gesagt. Auf einem Schneeberg. Haben natürlich keine Karte von diesem Gebiet. Erkunden es jetzt einfach mal. Ach ja. Das sind Gegner hier. Yen Yeti. Ten Yeti. Mist, immer nur 9. Aua! Und hier sieht die halt noch einiges aus. Diese 10 Yetis. Geben aber dafür gut Punkte. Oh ne, shit, da wollte ich noch heilen vorher. Chili Dog. Chili wegen Eis. Life Up Beta Komatora. Du greifst mal mit PK Fire an. Und du greifst an. Sehr schön. Das ist wenigstens relativ leicht, was Kombos angeht, dieses Lied. Sehr schön, Komatora Level Up. Double Jerky, nice. Sehr gut. Na ja, komm her, du scheiß Frost Dog. Chill Dog, Chili Dog. Mist, da war ich zu früh. Und das war's auch schon. Die sind keine ernstzunehmende Gefahr, anders als die Yetis. Secret Herb. Das nehmen wir doch mit. Ja, klar. Lucas, kannst du irgendwas wegwerfen, was wir nicht brauchen? Schwierig, schwierig, schwierig. Andy Paralyze ist weg. Ja. Wir haben Healing, da brauchen wir es nicht. Ich mag die Musik von dem Gebiet. Ist richtig schön. Ist richtig schön, die Musik. Finde ich. Yeti.
Yeah, geht doch. Lydia is a very kind person. We snowmen love Lydia. Ja, Lydia ist die Magypsy, auf die wir hier treffen werden. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, der Bosskampf, den wir hier machen müssen, wird nicht gerade einfach. Deswegen hatte ich überlegt, vorher das dazu holen, dann wird der Bossfight hier nämlich in das Spiel. Boah, geil, Smash! Hoho. Aber die Sache ist, wie gesagt, man hat die Wahl. Entweder man hat hier einen schweren Kampf, oder man hat in dem Gebiet, wo das da, wo wir das da holen können, einen schweren Kampf. Ich habe zuerst das da geholt bei meinem privaten Playthrough und habe dann erst dieses Gebiet hier gemacht. Autsch! Ja, wie gesagt, deswegen war der Kampf hier einfacher und trotzdem war der nicht gerade einfach. Also, ja. Leicht sind die Bosskämpfe hier nicht. Wirklich nicht. Der Bosskampf, der hier kommt. Gucken. Nee, es ist nicht da. Cancer Bracelet. Wer hat denn die meiste Abwehr? Das wäre was für... Ich würde es ja Lukas geben, ehrlich gesagt. Ich würde es ja gerne Lukas geben, aber wir haben ja keinen Platz mehr frei. Double Jerky will ich auf keinen Fall verbrauchen, weil 160 HP ist das meiste, was wir bisher haben. Oh, nimm du doch mal gerade Beef Jerky. So, dann... hast du ein Secret Herb? Ja, hast du. Hast du Secret Herbs? Ja, hast du. Eins, okay. Dann gebe ich Kumatora mal die Saltwater Gun. Damit der liebe Lukas das Cancer Bracelet bekommen kann, was er auch mal eben bitte direkt ausrüsten wird. Sehr gut. No problem hier, ja, ja. Kennen wir ja schon. Ich bin nur froh, dass jetzt gleich nochmal ein Speicherpunkt kommt vom Boss. Ach ja, Kommentare kommen. Was lernst du denn? PK Fire Gamma. Geil. Perfekt eigentlich. Wobei für den nächsten Boss vielleicht nicht gerade so förderlich. Erstmal Angriff. Attack. Fire. Attack. Sehr gut.
Ja, die halten leider einiges aus, die Viecher. Das ist wirklich leider, weil... ja, na gut. Ich nehme jeden Kampf mit, den wir sehen. Aus meinem einfachen Grund, Erfahrungspunkte. Auch wenn mir diese Gegner nicht gerade zusagen, ehrlich gesagt. Weil die doch recht stark sind. Kostet das 20. Wie viel haben wir? Und 46. Ja, kann man einmal machen. Seht ihr die auch mal, die Attacke? Bam! Autsch! Life of Beta. Komm, mach hin! Danke! Healing! Angriff, Angriff! Danke, Boni. Oh, ich sag ja, ich hasse diese Tenyetis. Aber dafür geben die mir sehr gut Punkte. Sehr, 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 sehr gut Punkte. Oh. Hello, welcome to Snowcap Mountain. I'm a snowman that Lydia made. Mhm. Und wir müssten eigentlich auch schon da sein. Wird mir gerade auf. Ja, sehr gut. Hier haben wir einen Reposit Guy. From the moment they made, snowmen wait for someone. Some snowmen melt away without ever meeting anyone. So, ich werde das mal abspeichern. Ja. Safe. Ich weiß, es gibt weiter oben noch einen Laden. Ja, das weiß ich noch. Beziehungsweise... Da, da ist er schon. Hello, Cricket. I followed you here. I'm studying, you see. I have an undying sense of curiosity. It's like the call of the wind and all that. For whatever reason, I picked up all sorts of stuff along the way. Please let us use some to conduct business. Yes. Ah, Müll. Ist voll. Thank you. I'm so new to this, but I'm going to work as hard as I possibly can. Ja, und er wartet jetzt da oben. Damit wir, ja, ihn benutzen können. An den Shop benutzen können. Hier sitzt er. So, was wir also jetzt mal machen ist... yes. Und zwar die Peace Staff. Ich würde gerne alles mitnehmen, was wir haben.
was aktuell leider gar nicht so viel ist. Also wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr. Deposit Lucas. Wo haben wir's denn? Wo haben wir's denn? Taurus Bracelet. Beziehungsweise Quatsch, das Taurus Bracelet kann ich ja verkaufen. Danke, 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 danke. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Yes, sell Lucas. Taurus Bracelet. Ja. Bei Lucas. Phantom Charm. Okay. Beer Hat. White Ribbon. Aber was ist stärker? Red, White Ribbon. Defense plus 12? Ah, okay. Kumatora kann das andere gar nicht tragen. Ist klar. So, Lucas. Strong against Ice. Bringt uns beim nächsten Kampf gar nichts. Bantam Charm. Yes. 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 Beard, Lucas. Ja. 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 Pony. Ah, Mist, hat er keinen Platz frei. So, Kumatora, du gibst mal eben das Double Jerky an Lucas. Das wissen wir schon, danke bei Kumatora. Du bekommst das Bantam Charm. Ja, ja. Ja. Und du bekommst die White Ribbon. Ja. Und du bekommst das Cancer Bracelet. So. Bony, du gibst mal bitte den Bag of City Fries können wir eigentlich verkaufen. Die heilen eh nicht mehr so viel. Ja. Sell Bony. Bag of Pork Chips, weg damit. Bag of Big City Fries, weg damit. Bye, Bony. Du bekommst auch den Beerhead aufgesetzt. Ja. Ja. Oh, und Kumatora hat sogar noch einen Platz frei. Sehr schön. Dann kann Kumatora das Memento aufnehmen. Aber erstmal. Yes. Die P-Stuff. Und zwar bitte Deposit. Alles, was wir haben. Bitte danke. Danke. So. Und dann kann Kumatora erstmal. Deposit Kumatora das Rubber Cape ablegen, weil ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht bei dem Boss, wenn ich mich richtig entsinne. Oder es war gerade der Boss, bei dem wir es brauchen. Ich lege es jedenfalls jetzt erstmal ab. Wie gesagt, das ist zu lang her. Ich weiß, dass dieser Boss irgendeinen Kniff hatte. Aber wie gesagt, das ist zu lang her. Yes.
safe. Danke. Und an dieser Stelle mal welche aus mal einen Cut machen. Parts sollen ja nicht zu lang werden. Also, bis dann, Leute. Ciao, ciao.